Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop Tutorial. Ja, und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen 3-Tage-Bart ganz einfach in Photoshop erstellen könnt. Das habe ich jetzt mal gemacht, und zwar ist das hier mein Endergebnis, eben hier in dem Fall der Justin Bieber mit einem 3-Tages-Bart. Und so sah das Ganze davor aus. Davor, danach. Und wie das funktioniert, werde ich euch jetzt zeigen. Also als allererstes öffnet ihr natürlich euer Bild in Photoshop. Danach erstellt ihr eine neue Ebene. Wählt dann das Pinselwerkzeug aus und stellt hier einen weichen Pinsel ein. Also Härte auf 0% und die Größe müsst ihr dann jetzt anpassen. In meinem Fall sind gerade mal so 40 Pixel, ganz in Ordnung. Also ihr müsst jetzt hier auf dem Gesicht dann gleich rummalen. Also einfach hier die Größe einstellen. Danach geht ihr hier auf die Vordergrundfarbe und wählt so einen mittleren Grauton aus. Also ungefähr Hexadezimalcode 7a, 7a, 7a in meinem Fall. Und anschließend, wie gesagt, malt ihr hier den Bart auf das Gesicht auf. Also muss es gar nicht so genau sein, einfach eben hier einen Bart aufmalen, so wie das Ganze am Ende aussehen soll. Im letzten Schritt wird man das Ganze auch noch dann perfektionieren, also man kann hier ruhig ein bisschen schlampig arbeiten. Das machen wir dann alles ganz schön noch am Ende. Also ungefähr so hier. Jetzt gehen wir auf Filter, Rauschfilter und Rauschen hinzufügen. Ich nehme jetzt in meinem Fall ungefähr 20%, das müsst ihr eben schauen, wie das dann bei euch aussieht. Also dass ungefähr hier diese Schwarz-Weiß-Verteilung und diese Körnung so wie bei mir ist. Also zum Beispiel 50% wäre jetzt hier viel zu extrem. Also einfach schauen, dass es ungefähr so aussieht. Dann bei Verteilung, Gaussische Normalverteilung anwählen und das Ganze monochromatisch. Und dann klicken wir auf OK. Und jetzt brauchen wir das Auswahl-Ellipsen-Werkzeug. Nun müssen wir hier so einen Kreis erstellen, damit er wirklich perfekt rund ist. Dabei die Shift-Taste gedrückt halten. Und der Kreis muss ungefähr so groß sein. Und zwar zum einen muss der Kreismittelpunkt auf der Nase sein. Hier. Und zum anderen muss der Bart innerhalb des Kreises sein. Also mir passt es hier perfekt, Mittelpunkt auf der Nase und der ganze Bart ist innerhalb des Kreises. Also müsst ihr den positionieren. Danach geht ihr auf Filter, Weichzeichnungsfilter und radialer Weichzeichner. Hier stellt ihr bei der Stärke etwa 5 ein, Methode strahlenförmig und Qualität sehr gut. Und jetzt klicken wir auf OK und schon haben wir dann so eine Art Stoppeleffekt. Dann können wir mit STRG D die Auswahl wieder aufheben. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Jetzt müssen wir hier bloß noch den Ebenenmodus der Bartebene von normal auf hartes Licht umstellen. Ja, das sieht jetzt noch nicht so perfekt aus. Drum gibt es jetzt noch einen weiteren Schritt. Und zwar, indem wir eine Einstellungsebene erstellen. Und zwar Gradationskurven. Und diese wählen wir bloß auf die Ebene 1, dann eben auf unsere Bartebene. Dazu drücken wir die Alt-Taste und klicken hier dazwischen rein, sodass hier dieser Pfeil entsteht. Und nun ziehen wir hier diese Kurve in der Mitte ein bisschen runter, eben so weit runter, bis hier das Ergebnis uns gefällt. In meinem Fall wäre das ungefähr so. Ja, jetzt können wir noch wieder unsere Bartebene anwählen und ein bisschen die Deckkraft runterstellen, weil das Ergebnis hier ist jetzt noch ein bisschen zu extrem. Also zum Beispiel 50% mal. Und nun haben wir so einen ganz dezenten 3-Tages-Bart. Wie vorhin angesprochen, jetzt geht es noch ein bisschen ans Optimieren. Dazu zum Beispiel eine Ebenenmaske erstellen, den Pinsel nehmen und hier einfach mit der Vordergrundfarbe schwarz diese überschüssigen Stellen hier bisschen wegradieren, oder zum Beispiel hier, wenn es bisschen zu viel Bart gegeben hat, das heißt hier bei der Nase, einfach hier wieder wegradieren, hier um den Mund bisschen, also einfach, dass es halt realistischer aussieht. So, hier noch. Ja,
Und im Prinzip wären wir jetzt schon soweit fertig. So, vorher, nachher. Also wirklich recht schnell geht es, recht einfach. Und man hat ein ganz gutes Ergebnis von einem 3-Tage-Bad. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis dann, tschö.